heute. Apple hat heute die neuen AirPods, die AirPods 3 und neue MacBooks mit neuen Prozessoren vorgestellt. Alles Wichtige, was ihr wissen müsst, jetzt hier im Video. Die erste News vom Apple-Event war, dass die HomePods jetzt auch in drei neuen Farben kommen. Der Orangene sieht aus wie eine Orange und der Gelbe wie eine Zitrone. Wer es will, kann jetzt auch farbige HomePods bekommen. Die AirPods 3 haben sich nicht extrem krass verändert. Im Endeffekt sehen sie aus wie AirPods Pro, nur ohne den Silikonanschluss, und sie haben jetzt auch Spatial Audio, also dieses dreidimensionale Audiogefühl, was wirklich ziemlich cool klingt, wenn ihr das mal erlebt habt. Und sie sind wasser- bzw. schweißfest und regenfest, heißt bei Workouts, muss man sich da keine Sorgen machen. Der Klang soll jetzt auf jeden Fall besser sein, denn Apple hat neue Treiber verbaut, die sie mit keinerlei Verzerrungen beworben haben. Also ich bin sehr gespannt, ob sie tatsächlich besser klingen, denn Klang ist so die Stelle, wo ich finde, dass die AirPods noch die meiste Luft nach oben haben. Außerdem laden sie jetzt nicht nur wireless, sondern endlich auch über MagSafe auf. Ich habe mich ja wirklich gefragt, wann der Tag kommen würde, und er ist scheinbar heute. Die Akkulaufzeit ist jetzt auch verbessert worden. 5 Stunden im Ohr und insgesamt 30 zusammen mit dem Case sind insgesamt möglich. Der Preis liegt bei $179, also sprich 199 Euro, also mehr oder weniger unverändert. An meinem Arm ist die Apple Watch Series 7, zu der wird ein Review diese Woche online kommen und auch zu den neuen AirPods und MacBooks, die heute vorgestellt wurden. Also abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Die neuen MacBook Pros sind alles, wirklich alles, worauf sich Profis gefreut haben, und noch so viel mehr. Ich hätte all mein Geld darauf verwettet, dass sie längst nicht so krass werden, wie sie letztendlich geworden sind. Dabei hat sich das Design nur geringfügig verändert. Es ist jetzt nicht krass runder oder krass kantiger, es ist sehr ähnlich zu früher. Aber was drin steckt und was drumherum reingesteckt werden kann, das ist wirklich krass. Apple hat irgendwie gesagt, früher war doch eigentlich alles besser, lass mal alles so machen wie früher. Es gibt keine Touchbar mehr, heißt, die alten Knöpfe sind zurück. Es gibt wieder normale Anschlüsse. Dreimal Thunderbolt 4, aber eben auch HDMI, was ich wirklich komisch finde, weil der Stecker eigentlich inzwischen relativ alt ist. Wir haben einen SD-Kartenslot und wir haben sogar wieder MagSafe zum Aufladen, wobei eben auch über Thunderbolt aufgeladen werden kann, was echt krass ist. Damit hätte ich nicht gerechnet, und gerade über den SD-Karten-Slot freue ich mich mit Abstand am meisten. Außerdem gibt es jetzt neue, besser klingende Lautsprecher und neue, besser klingende Mikrofone, wobei die ja auch schon letztes Jahr echt krass, krass gut waren. Ganz besonders gefällt mir das Display, denn die Displayränder sind endlich zeitgemäß dünn geworden. Sie sehen wirklich super, super dünn aus, sind sogar so dünn, dass Apple sich entschieden hat, wie beim iPhone, eine Notch ins MacBook reinzumachen, und die sieht auf den Bildern sogar breiter aus als im iPhone. Und man denkt jetzt, ah, okay, dann ist da Face ID drin, aber nein, ist da nicht. Da ist wirklich nur eine Frontkamera drin, die jetzt Full HD statt HD Videos aufnimmt, also ein bisschen besser ist. Aber es gibt halt jetzt einfach diese breite Notch, von der ich noch nicht so ganz weiß, was ich von der halten soll. Die Displays sind ein bisschen angewachsen, das Gerät aber ähnlich groß, um so 0,2 Zoll sind sie größer, und sie haben jetzt Mini-LED-Technik, genauso wie im iPad Pro, heißt bessere Schwarzwerte und eben hier, wie beim Pro-Display, viel höhere Leuchtkraft. 1000 Nits durchschnittliche Helligkeit soll erreicht werden und 1600 Nits Peak, also wirklich wie in diesem 5000-Euro-Display hier. Wenn es aber ist wie beim iPad, dann wird das Ganze nur in HDR-Inhalten erreicht. Aber damit hören die krassen, guten Neuigkeiten noch nicht auf, denn dieses Display hat tatsächlich ProMotion bekommen, heißt 120 Hertz im MacBook Pro. Und da freue ich mich natürlich extrem drauf. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich so, ja, es ist alles ganz cool, aber ob ich es mir wirklich kaufe. Aber dann war für mich klar, ein 120 Hertz MacBook Pro, ja, natürlich, das will ich haben. Ja, und dann ist da natürlich noch das Allerkrasseste. Die Prozessoren, Apple eigene Prozessoren, nicht M1X oder M2 heißt er, heißt M1 Pro, und er ist wirklich sehr, sehr krass. Er hat 2 Low-Power-Kerne und dafür aber 8 High-Power-Kerne, heißt doppelt so viele wie der M1, und dementsprechend ist er auch doppelt so stark. Er ist wahnsinnig stark. Er hat optimierte Hardware für Videoschnitt, für Displays, für eigentlich alles. Und bis zu 32 GB RAM. Sehr beeindruckende Leistung mit einer 16-Core-Grafikkarte, also auch doppelt so viel wie im M1. Doch damit nicht genug. Es gibt auch einen M1 Max-Prozessor, der nochmal fast doppelt so stark ist wie der M1 Pro. Der hat dann 32 Grafikkerne, wenn man das möchte, also nochmal doppelt so viel, bis zu 64 GB RAM, und er hat auch noch mehr High-Performance-Kerne.
Diese Leistung ist pro Watt so hoch, dass Apple sagen kann, dass sie 1,7 mal höher ist als bei allen vergleichbaren Prozessoren und dabei 40% weniger Energie verbraucht. Insgesamt soll der Prozessor doppelt so schnell sein wie der i9 vom letzten Jahr und die Grafikkarte sogar bis zu 4 mal schneller. Alles nur in einem Jahr Abstand. Solche Leistungswerte gibt es sonst nicht. Sonst reden wir von 10-20%. Hier reden wir von 4 mal so guten Grafikwerten. Die Preise sind dabei so ähnlich wie beim Vorgänger. Das kleinste 14 Zoll MacBook Pro, was dieses Mal genau dieselbe Hardware hat wie das 16 Zoll, heißt, man macht hier jetzt keine Kompromisse mehr, wenn man das kleinere nimmt, so wie ich es wahrscheinlich tun werde. Das kostet 2.250 € in der kleinsten Version und um auf den größten Prozessor zu upgraden, zahlt man ca. 730 € Aufpreis. Klingt nach viel Geld, ist aber tatsächlich auch verhältnismäßig weniger als früher und es gibt viele Zwischenschritte, die man gehen kann. Die hat Apple wirklich fairer gemacht, als ich das erwartet hätte. Das 16 Zoll Modell kostet um die 2.700 €. Das ist natürlich schon sehr viel Geld, aber auch da, man bekommt so viel mehr Leistung. Die gesamte neue Hardware, die viel besseren Prozessoren und eben einen Preis, der vergleichbar ist zum Vorgänger. Also wenn man vom Preis-Leistung ausgeht, ist dieses Gerät deutlich günstiger geworden. Denn Apple sagt, man kann 7 Streams 8K-Footage schneiden und das ist mehr als der allergrößte Mac Pro kann. Ein Computer, der 56.000 € kostet. Das müsst ihr euch einfach mal überlegen, wie krass das eigentlich ist. Ihr merkt schon, ich bin sehr beeindruckt und auch ein bisschen sprachlos. Ich werde auf jeden Fall die neuen MacBooks testen und bin schon sehr gespannt darauf. Abonniert gerne diesen Kanal, um das nicht zu verpassen und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.